Buenos dias, Leute von heute. Was geht ab? What's poppin'? Mein Name ist wie immer Robert Dream and welcome back to a new vlog. So, Leute von heute, zu Beginn gleich, meine Haare sehen noch etwas nach hinten geschleckt und nass aus. Das hat den Grund, da ich die gerade gestylt habe und sie heute für den ganzen Tag halten müssen. Denn wir haben es ungefähr 9 Uhr morgens gerade und sie müssen bis 24 Uhr halten, diese Haare, da ich bis dahin unterwegs bin. Das hat den Hintergrund, wir fahren heute zusammen, denn ich nehme euch den ganzen Tag über mit nach Rosenheim auf die WM-Qualifikation der World Fitness Championship Ende Oktober in Polen mit dem, jetzt passt auf, deutschen Meisterschaftspaar im Bodybuilding 2018. Ich bin deren Choreograf seit eigentlich Jahren und wir haben dieses Jahr einiges geschaffen, einiges Cooles erarbeitet, ganz gleich musisch, choreografisch, denn beim Bodybuilding geht es nicht nur darum, seine Muskeln und seinen Körper zu präsentieren in verschiedenen Posen, sondern auch diese Posen in einer Art Choreografie, in einer Art kleinen Show mit Musik im Hintergrund, ja auch zu präsentieren und die Leute hoffentlich damit zu beeindrucken. Und dafür bin dann ich auch mit zuständig für diese Umsetzung, für die Ideengestaltung, für solch eine Show. Ja, dann will ich gar nicht mehr lange labern und wir machen uns jetzt auf den Weg und dann sehen wir uns gleich. Brrr. So, angekommen, jetzt geht's zur Anmeldung. Schauen wir mal, wie es wird. Bin schon gespannt. Genau, dann kriegst du das Getränk. Kommt hier mal. Dankeschön. So, Vorbereitungen gehen los hier im Keller. Okay, dann Bodybuilding. Ah, warte mal, gerade geht's noch nicht. Dauert gerade nur ein paar Sekunden vom Bluetooth, bis wir es finden. Da haben wir es, jetzt darf es gehen. Gut, dann machen wir zwei. Mal. Also geht es nur mit einer zusammen, dass wir das auch noch mit drin haben. Und versucht es wirklich vom Tänzerischen ruhig zu bleiben, weil es macht es super. Nur es wird zu hektisch sonst am Ende. Genau. Okay. Okay. Genau, zack. Einfach ruhig bleiben, dann kriegt es schon hin. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfekt. Einmal frei. Super. Perfekt. Oder Caro, was sagst du? Locher. Ja, diese. Ja, gut, stimmt. Locher war noch eine Idee, ja. Nur, dass ich wieder nörgel, weil stimmt, die muss immer nur nörgeln. Solange es nicht nur ich bin, immer jetzt der nörgelt, dann bin ich. Dankeschön, Sina.
Ja, ich filme. Jetzt geht's gleich los hier. Unsere Bikini-Athletin für die WM-Quali. Dankeschön. Yes! Woo!
Es wird jetzt folgendermaßen sein: Wir machen eine Siegerehrung, was aber nicht automatisch heißt, dass alle für das A-Team qualifiziert sind. Das macht der Chef, der Alex Dominikis, backstage nachher persönlich. Und alle Finalisten im Backstage-Bereich einfinden. Wir machen nämlich gleich dann die Siegerehrung von allen. Finalistinnen und Finalisten. Was, wenn die Mannsperson da aufhört, wo mit innen geschrieben wird, da hat es schlecht gemacht. Gibt's nur in Deutschland. Das sind nochmal Nils Trimmel und die Elisabeth. Kamera. Übrigens muss ich sagen, eine sehr schöne Tür, sehr gut gefallen und sehr harmonisch, war klasse. So. So, Leute von heute, ich bin jetzt soeben nach Hause gekommen und habe mich noch gleich ein bisschen rasiert, damit ich jetzt dann gleich unter die Dusche steigen kann. Und vorher mache ich natürlich wie immer für euch ein kleines Outro. Ja, heute war ein sehr, sehr ereignisreicher Tag, auch ein sehr spannender Tag. Wir haben sehr, sehr viele, oder vor allem ich habe sehr, sehr viele neue Eindrücke gesammelt, da das Ganze ja meine erste Veranstaltung dieser Art war, wo ich wirklich dabei war. Ich habe vorher viel schon choreografiert für solche Dinge, aber wirklich geschafft mitzufahren habe ich es noch nie. Deswegen heute mein erstes Mal. Nee, aber also ich muss sagen, ich bin wahnsinnig stolz auf die zwei, auf den Nils und auf die Elisabeth, ihre Instagram-Kanäle sowie die Seite von Nils Fitnessstudio, das Vitalo Fitnessstudio und Leistungszentrum in Zwiesel, habe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung gepackt. Also da solltet ihr vorbeischauen und die dort kräftig supporten. Denn für uns geht es jetzt dann Ende Oktober nach Polen. Jetzt weiß ich nicht, wann dieser Vlog genau rauskommen wird und ob ich wirklich mit nach Polen fahren kann. Denn wir haben heute alle Informationen bekommen, da wir die WM-Quali ja wirklich bestanden haben und alles soweit super gelaufen ist. Ja, und jetzt müssen wir abwarten, wie der Timetable für Polen ist. Und da muss ich sehen, ob ich rüberfliegen kann oder anderweitig zu tun habe. Aber das werden wir sehen. Falls es in Polen weitergeht und ich dabei sein werde mit der Kamera, dann kommt jetzt hier der Videoausschnitt und dann geht der Vlog weiter. Falls aber leider nicht, dann könnt ihr unten auf Nils und Elisabeths Instagram und Facebook-Kanälen sowie auf dem Vitalo Fitnessstudio-Seiten die Story, sage ich mal, wie sie weitergeht in Polen mit der WM-Qualifikation und mit der WM am Ende dann auch verfolgen. Und genau, dann verpasst ihr auch nichts, wie es weitergeht und ob wir in der WM auch was reißen werden. Ich bin aber sehr zuversichtlich, wir arbeiten hart daran, dass das was wird, also muss das auch was werden. Genau, dann will ich auch nicht mehr lange labern. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog aus der Reihe mit einigen etwas anderen Eindrücken gut gefallen. Deswegen lasst doch einen Daumen nach hoch da, falls ja. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann könnt ihr mich hier abonnieren. Und wie immer, wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt, all meine Social Media Kanäle und Links, wie immer, auch unten in der Videobeschreibung. Ansonsten könnt ihr hier auf mein letztes Video klicken und genau, dann würde ich nur noch sagen, wir sehen uns nächsten Dienstag, ist Dreamstag wieder, also schaltet ein und seid dabei und bis dann.